Es ist nicht schlecht, er lernt in einer Woche einen Satz und den ganzen Tanz. Das ist nicht ganz ausgeglichen, aber du hast auf jeden Fall viel gemacht die Woche. Jetzt hast du Jive abgehakt. Lindy Hop kommt heute noch. Ja. Zwei Tänze an einem Abend. Wie groß ist die Gefahr, dass man irgendwie die Schritte durcheinander bringt jetzt dann gleich? Ja, bei diesen beiden Tänzen ist es ein bisschen gefährlich, wobei der Flo so lieb war, weil er schon weiß, wie ich lerne. Mit den Orientierungen und so hat er geschaut, dass die Schritte sich nicht gleichen. Also in dem, was gleich kommt, verwenden wir ein bisschen andere Schritte, damit ich es nicht ganz durcheinander bringe. Ah, clever. Clever. Dirk, jetzt reden wir aber noch nicht über den Lindy Hop, sondern erstmal über den Jive und lassen die beiden durchatmen. It's Raining Men. Ich liebe dieses Lied Weather Girls. Ich habe das live erlebt in London, im Heaven, wo die das präsentiert haben 1983. Da war ich 5 Jahre alt oder 6, glaube ich. Warst du mal so alt? Oh. Schon lange her. Okay. Vielleicht doch schon 8, oder? Oder 8. Gut. 10. Gut, da waren die Beine nicht immer gestreckt und da war das, die Flicks waren manchmal ein bisschen krumm. Egal. Ich finde, sie sind eine tolle Frau. Ich finde, sie haben Flamboyanz, sie haben Persönlichkeit, sie haben Attitude. Und da bin ich jetzt mal ein subjektiver Wertungsrichter und nicht immer der deutsche Piefke, der immer erzählt, wie die Technik geht. Ich finde sie toll. Dankeschön. Und Florian macht das auch toll. Und ich hoffe, dass sie viele Anrufe haben, weil ich würde sie gerne weitersehen. Vielen Dank. Carina. Flamboyant. Ich habe nur eine Frage. Flamboyant. Das steht auch im Duden. Ja, ich kaufe mir dieses Buch. Das kaufst du, das heißt ja. Flammen. Nicole. Carina kauft sich dieses Buch, den Duden, und Nicole sagt wie... Na gut, du hast jetzt die Frau bewertet und ich werde jetzt schon ein bisschen mehr das Tanzen bewerten. Das war eigentlich, rhythmisch war das sehr gut, aber für mich war es als Jive zu flach ein bisschen. Ja, es sollte noch ein bisschen mehr in den Boden getanzt werden und ein bisschen mehr Sprung haben. Okay. Es kommt. Es gab da einen Hoppala, ja. Und das wäre viel schneller zu verbessern gewesen, wenn du ihm gefolgt hättest. Ja, das sagt er auch oft zu mir. Das glaube ich. Ja. Du musst, er führt. Einer im Paar muss führen und das ist er. Er weiß die Choreografie, er weiß, er unterrichtet es dir und du musst dich wirklich ihm geben. Also, ja. Und wenn so etwas passiert, dann musst du noch viel mehr. Du musst total ihm übergeben und er weiß, was er macht, er weiß, wie weiter. Wenn du selber irgendetwas machen willst, dann gibt es nur Kampf gegeneinander. Und das Ganze dauert viel länger. Ich weiß, wir haben das schon besprochen, Tanzen ist ein Dialog, da kann man nicht dazwischen reden. So ist es, ja. Einer spricht, der andere hört und es ist dann, genau. Also ist schön, von einer Frau zu hören. Ich höre dich so gern zu. Wenn ich mit dir tanze, dann spreche ich, mein Lieber. Side by side war für mich auch ein bisschen zu viel, weil du siehst toll aus, wenn ihr in der Haltung, also wenn du sie tanzt, dann finde ich, siehst du am besten aus. Also für mich wäre das ein Wunsch, schon wieder ein Wunsch, dass ihr ein bisschen mehr in der Haltung tanzt. Ja. Das ist ja gut, wir geben den Paaren was mit, woran sie arbeiten können für die nächste Show. Genau, danke. Und jetzt dann gleich beim Lindy Hop, danke. Beigehen, Flamboyant. Ich sag nur, yeah, Frau Knackerl ist back. 8. Dirk. Ich bin auch ein großer Fan, deswegen 8. Nicole. Das Tanzen leider nur 6. Und Balasch. Von der Technik her muss noch verbessert werden, aber Package ist nicht schlecht. 6. Ja, keinen Grund zur Sorge, 28 Punkte. Du Skeptiker, jetzt wisch dich ab und entschuldige dich. Trag sie.